Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Subnautica. Wir haben in der letzten Folge aufgehört, uns hier durchzuschweißen. Und damit ihr keine Sekunde verpasst, machen wir das auch jetzt erst. Und hier sehe ich schon unser zweites Lichtstrahlfragment, wo wir in der letzten Folge das erste gefunden haben. So, Modifizierungsstation, die kennen wir bereits. Ah, Sauerstoff. Ah, lass mich hier raus. Was, das ging jetzt aber schnell. Okay, wir fliegen etwas näher. Jetzt hat er aber schnell Sauerstoff verloren, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Verstärkter Taucheranzug. Schutz bietet, okay. Sehr schön. Wir können unseren Strahlenschutzanzug ablegen, da wir bereits die Aurora repariert haben. So, ist hier so ein Erweiterungsmodul? Leider nicht, so wie es aussieht. Kiste, Nährstoffblock, okay. Hier noch ein Lichtstab, den haben wir mittlerweile auch komplett. Modifizierungsstation kennen wir auch. Na, geht's hier lang? Nee. Okay, ich glaube, das war's, aber das Wrack ist auch eigentlich relativ klein. Okay, hier auch nicht. So, was ich gerne hätte, wäre mehr Sauerstoff. Fällt mir jetzt gerade auf, weil wenn ich schon in diesem Mini-Wrack jetzt Probleme kriege, wie wird es dann erst, wenn wir noch ein größeres Wrack finden? So, dann müssten wir aber hier eigentlich alles haben. Was ist das hier? Na, nichts, was wir brauchen könnten. So, unsere eigentliche Mission, bevor wir dieses Wrack hier gefunden haben, nicht gegen den Fels fahren, war ja eigentlich, dass wir uns auf die Suche nach Silbererz machen wollten, da wir davon eine ganze Menge brauchen werden. So, hier können wir erstmal vollladen. Na, ich will einsteigen, nicht in den Kofferraum einsteigen. Ich bin Captain, ich sitze vorne und nicht im Kofferraum. So, hier haben wir noch einen Frack. Ah, okay. Dann schweißen wir uns hier gleich mal weiter. Und schauen, was da Schönes drin ist. Was ich gern hätte, wäre die Modifizierungsstation für die Seemotte. Und dann können wir uns da noch das ein oder andere Upgrade bauen. Was nicht schlecht wäre. Ich würde mir zum Beispiel noch einen zweiten Kofferraum anlegen, wenn das geht. Wenn man sich überhaupt zwei anlegen kann. Oh, Wärmekraftwerk. Das ist Modul 2 von 2. Habe ich noch nie gebaut, aber ich nehme mal an, dass man da irgendwas reinlegen muss, damit man Energie daraus kriegt. Jetzt ist Achso, Wasser, okay, Wasser interessiert mich herzlich wenig. Erst bei Sauerstoff wird es dann wieder wichtig. Kupfer nehmen wir gerne mit. Man muss sagen, jetzt wo ich hier bin, das ist eine relativ interessante Gegend. So, das ist das Wrack, wo wir waren. Ja, ich weiß. Na, wo ist er? Einsteigen. Welcome aboard, Captain. So, und dann ein Ausflug ins Wrack. So, hier haben wir einen dieser Behälter, die nichts bringen. So, was haben wir hier? Feuerlöscheranlage. Oh, sehr schön. New Blueprint acquired. Okay, irgendwas, was nicht funktionsfähig ist. Modifizierungsstation, die haben wir bereits. Noch irgendwas, was keine Funktion hat. Energiezellen-Ladestation, die kennen wir mittlerweile auch. Die werden wir uns aber auch schnellstmöglich dann einbauen. Versiegelte Tür. Und das ist das Stück, was wir rausgetrennt haben. Aber ich glaube, das war's dann in diesem Wrack hier schon. Ja, das ist auch ein sehr kleines. Jetzt ist es doch archdunkel, muss ich sagen. Sieht mir ja gar nichts mehr. Okay, dann... Ah, ist hier noch was? Ein Bartenfisch, den brauchen wir aber nicht. Und ein Durchgang, der keiner isst. Okay. Platz
Haben wir noch? Dann schauen wir doch mal nach unten. Und zwar Rettungskapsel 19. Da wir mittlerweile tiefer tauchen können. So, das sieht aber auch recht interessant aus. Augenstängel. Okay. Was bist du? Ach, okay. Nur eine Lebensform. Eigentlich uninteressant. Ah, ich schwimme ungern nachts in irgendwelche kleinen Höhlen, wo ich nicht wieder rausfinde. So, hier irgendwas Interessantes noch. Ja. Das Aluminiumoxid, davon brauchen wir auch noch einige. Damit wir uns den Anzug bauen können. Und diese Gelsäcke. Was ist das? Das wird ein Kreaturen-Eins sein. Ja, ich weiß, ich brauche Wasser. Ah, und da ist wieder so ein... Ah, nicht dran. Wieder so ein Lüftungsgitter-Ansaugteil. Das haben wir allerdings schon gescannt. So, das nehme ich noch gerne mit. Das auch. Magnetit auch sehr gerne. Man muss sagen, je tiefer man runter geht, desto interessanter werden die Materialien auf jeden Fall. Und ich finde meine E-Motte schwieriger. Das müsste eine dieser Energie... Genau, Energiezellenladestationen, die brauchen wir nicht mehr. Da ist noch so ein Teil. Brauchen wir auch nicht. Das Zeug nehme ich allerdings gerne mit. Denn davon werden wir auch einiges brauchen. So, Magnetit auch sehr gerne. Ja, du schießt auf mich. Lass mich in Ruhe. So, Magnetit. So. Dann müssen wir nach da hinten. Darf ich nur nirgends anecken. Okay, seltsame Geräusche. Rettungskapsel 12. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da unten. Schon sind wir auf 86% Haltbarkeit runter. Was haben wir hier? Quecksilbererz, okay. So, dann geht's einmal weiter. Haben wir zwar alles gefunden, allerdings kein Silbererz. So, Rettungskapsel 19. Was bist du für ein leuchtender Punkt? Ein Mini-Leuchtfisch. So, können wir hier noch irgendwas scannen? Das sind die, wo auf mich schießen. Ah, was haben wir hier drin? Oh, sehr schön. Was für unsere Luft. Ultra hohe Kapazität. Ach komm, wir nehmen mal so ein Kreaturenei mit. Wer weiß, wann ich die wiederfinde. Ich glaube, die können wir jetzt sogar in Spinden lagern. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn wir uns da die Tasche ein bisschen voll machen. Ja, allerdings sind jetzt meine Taschen voll. Oh, und wir müssen... Okay. Oh. Nein, ich will nicht sterben wegen Verdursten. Bitte nicht. Haben wir irgendwas Wassermäßiges dabei? Natürlich nicht. Ja. Okay, und wir sind ewig weit weg von unserer Basis. Das werden wir, glaube ich, nicht mehr zurückschaffen. Nein, wieso ausgerechnet wegen sowas? Aber ich kriege jetzt auch nirgends auf die Schnelle Wasser her. Da macht man sich einmal keine Sorgen über sowas und denkt, okay, die Zeit reicht noch locker. Scheiße, das war's.
Ah, wenigstens unsere Seemod. Okay, wir werden definitiv sterben. Nein! Der erste Tod. So eine Scheiße, nur wegen der Unaufmerksamkeit von mir selbst. Ach. Dass das immer sein muss. Hat es jetzt unser Inventar auch gelöscht? Und unser Inventar wurde gelöscht. Mann. So eine Scheiße. So, mehr Melone, mehr Melone. Ah, nicht das Beet. Mehr Melone, mehr Melone. Na komm. Also das mit den Beeten müssen sie definitiv schnellstmöglich fixen. Das ist extrem nervig. Na komm. Irgendwo. Treffen. Da einmal. Aber ich brauche zwei. Ach, da muss halt eine reichen. Okay. Der Bioreaktor wird leer sein. Den füllen wir dann gleich mal. Hier ist da noch was drin. So. Wir haben genug Essen dabei. Wir sind vollgefressen zumindest. So. Den Schrott hier, den laden wir erstmal in diesen Sprint hier. Dann machen wir uns jetzt erstmal an die Bergung unserer Seemotte. So, 48% Energie, Seemotte 400 Meter weit weg, das geht aber. So, jetzt ist das Problem, dass unser komplettes Inventar, was wir jetzt zusammengesucht haben, weg ist. Das heißt, wir dürfen uns das ganze Aluminiumoxidzeug jetzt nochmal suchen. Meine Begeisterung hält sich ehrlich gesagt mehr als in Grenzen. Okay. Sei es drum. Erstmal auf zur Seemotte. Mal sehen, ob da zumindest das Zeug noch drin ist. Aber ich glaube, das im Kofferraum müsste auf jeden Fall drin geblieben sein. Ich muss sagen, so weit waren wir eigentlich gar nicht mehr von der Basis weg. Aber ich verspreche, mir würde es nicht mehr passieren, dass ich in diesem Spiel verdurste. Schön wäre es natürlich auch gewesen, wenn ich nochmal vorher gewarnt worden wäre. Ah, nee. Hier liegt unser ganzes Zeug. Sehr schön. Können wir das einfach wieder einsammeln. War ein bisschen unrealistisch, finde ich zumindest, wenn das Zeug im Wasser schwebt, aber weiß drum. So, wo? Da noch. 30 Sekunden. Jetzt haben wir auch noch viel Platz. Okay, da ist auch was hingefallen, so wie es aussieht. Aber das müsste es dann. Na, da ist noch was. Nährstoffblock. Super. Das heißt, Essen hätten wir gehabt, aber leider kein Wasser. Okay, hier immer noch bei Ablagerungen. Aber das sind die, genau, Kalksteinablagerungen. In denen finde ich zwar Kupfer, was ich auch brauche, aber kein Silber. Welcome aboard, Captain. Dafür bräuchte ich die anderen. So, Essen voll, Wasser voll. Wir looten jetzt erstmal das Wrack, also Rettungskapsel 19 zu Ende. So, hier ist die Backgasse. Na, komme ich hier raus? Ja. So, und dann muss ich, glaube ich, für Silbererz wirklich nochmal zur Insel selbst fahren. Weil dort gab es am meisten. Na, 73%. Aber ich glaube, wir haben unser Reparaturwerkzeug sowieso dabei. Also, wir können auch notfalls die Seemotte wieder reparieren. Daran sollte es dann nicht scheitern. So. Das nehmen wir mit. Hier haben wir unsere neue Tauchflasche gefunden. Magnetit. Kreatur ein Ei haben wir soweit. Das ist die Ladestation. Die kennen wir auch bereits. Dann geht's einmal ins Wrack selbst. Hier haben wir einen PDA.
So, Rettungskapsel 19. Nichts Interessantes. So, liegt hier noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Sieht nicht danach aus. Gut, diese Hochkapazitätstauchflasche, die wir gefunden haben, reicht mir ehrlich gesagt schon. Da liegt noch was. Noch ein PDA. Aber auch nichts Sinnvolles. Ja, ich werde von irgendwas... Ist das die eine dieser Beißerviecher? Richtig. Hau ab! Kann nur maximal einmal pro Folge sterben, sonst wird es extrem peinlich. So, Energiequellenimpuls. Da machen wir uns einmal auf den Weg hin. Zumindest so grob, denn ich glaube, dort werde ich noch ein bisschen Silbererz finden. Taschen sind zwar relativ voll, aber ein bisschen was geht noch. So, das sind nur diese Wale. Von diesem Quecksilberzeug finde ich hier relativ viel, muss ich sagen. So, die Haie interessieren mich herzlich wenig. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt sowieso erstmal auf dem Rückweg, weil die Insel genau im Durchgang zu unserer Basis liegt. Das heißt, wir werden jetzt dann erstmal das Schiff leer machen und dann in Richtung Insel uns aufmachen, um Silbererz zu finden. Aber vielleicht stelle ich mir vorher noch die neue Tauchflasche her. Wir schauen gleich mal, was uns das Ring kosten würde. Mit ultra hoher Kapazität. Lithium sollte machbar sein. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Kann man die dafür nehmen oder braucht man da wirklich Tauchflasche mit hoher Kapazität? So, wie sieht es mit dem Lithium aus? 2... 3, 4, das geht. So, Medi-Blei. Medikit fliegt raus. Dafür kommt Aluminium. Alu. Davon haben wir eine ganze Menge. Magnetit. Dafür bräuchten wir dann auch noch einen Spind. Na? Geht doch. So. Magnetit. Schreibt man das so? Magnetit. Magnetit, ja. So, Magnetit. Was haben wir hier? Quecksilbererz. Ja, das packe ich mal unter Gesondertes. So, Kupfer hier rein. Titan haben wir mehr als genug. Und das Quecksilberzeug kommt erstmal hier dazu. So, und der Spind wird zum Medikit-Spind und zum Kreaturen-Ei-Spind und zum Nährstoffblock nicht. Medi. Essen kommt hier rein und dann haben wir auch mal wieder alles erst sortiert. So, davon nehmen wir uns eine ganze Menge, ziehen uns die rein. An eine Melone. Wenn er mich denn lässt. Ich muss sagen, diese Melonen sind dermaßen verbuggt, dass es echt extrem nervig ist. Hallo, ich weiß, dass ihr fertig seid. Da zum Beispiel. So, dann haben wir bis auf Gesundheit alles voll. So, alles voll. Seemotte noch leer machen und dann geht's in Richtung Insel. Titan, 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 Kupfer, Kupfer, einmal Silber zumindest. So, Kupfer hier rein. Das ist Gold. Gold hier rein. Halt, das war Diamant. Silber ist hier.
Und Titan haben wir hier. Sehr schön. Dann geht es weiter. So, die ist bei 100% aufgeladen zumindest und 73%. So, unsere Zyklop ist auch fertig. Mit der werden wir uns das nächste Mal auf... Na, Ruhe da. Mit der werden wir uns das nächste Mal auf den Weg machen. Und zwar, wenn es dann wirklich ganz ziehen nach unten geht. Aber momentan reicht mir zumindest jetzt, um Silbererz erstmal zu finden, um die Basis noch den letzten Schliff zu geben, reicht mir erstmal die Seemotte. So, ich würde allerdings sagen, das war's für diese Folge schon wieder. Und ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben oder noch besser über ein Abo. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!